Das sehen Sie jetzt in Planetopia. Todestunnel. Vor einem Jahr starben 41 Autofahrer unter dem Mont Blanc. Was ist seither passiert? Wann bringt neue Technik mehr Sicherheit? Wetterkrieg. Mit Radiowellen proben die Amerikaner den Griff nach dem Wetter. Werden damit Tornados schon bald zu verheerenden Kriegswaffen? Gehirnschlag, Krise auf Leben und Tod. Auch junge Menschen sind davor nicht gefeit, aber neue Therapien verbessern die Chancen für eine Rückkehr ins Leben. Guten Abend und herzlich willkommen bei Planetopia. Am 24. März jährt sich ein trauriges Jubiläum, das Tunnel-Inferno am Mont Blanc. Dutzende Menschen erstickten damals im Rauch, weil ein LKW Feuer gefangen hatte. Eine anschließende Studie des ADAC ergab, 80% aller europäischen Tunnel sind nicht sicher. Ihre Bauweise, so forderten Experten, müsse grundlegend geändert werden, sonst würde unweigerlich eine neue Katastrophe folgen. Im Herbst 2001 soll die fast 12 Kilometer lange Todesröhre von Chamonix wieder geöffnet werden. Nur was haben die Ingenieure aus dem Desaster wirklich gelernt? Jean-Luc Duchatelet ist dem Inferno entkommen. Vermutlich als letzter. Gemeinsam mit einem Kollegen war er auf dem Weg von Italien nach Frankreich. Ich fuhr mit ungefähr 120 Stundenkilometern durch den Tunnel. Irgendwann bemerkte ich, dass uns ja gar keine Autos mehr entgegenkamen. Und dann sah ich plötzlich von weitem Feuer. Ich trat auf die Bremse, sah den brennenden Laster. Und dann war der ganze Tunnel mit einem Schlag komplett voller Rauch. Ich hatte schreckliche Angst, dass der LKW explodieren könnte. Ich wendete sofort und fuhr zurück. Eine Woche nach der Katastrophe macht die französische Justiz diese Filmaufnahmen. Menschen waren bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Selbst Goldzähne und Eheringe schmolzen in der Glut. Die Betonhaut der Tunnelröhre zerbröselte unter der Hitze. Der Asphalt brodelte. Bilder einer Hölle, tief im Berg. Wir kamen aus dem Tunnel genau wie jetzt, lebend, 3 Minuten, nachdem wir den brennenden LKW gesehen hatten. Und dann dauerte es ungefähr 15 Minuten, nein sogar 20 Minuten, bis endlich die Feuerwehr eintraf. Und die Löschtrupps waren völlig unvorbereitet. Die Ausrüstung der italienischen und französischen Wehren passte nicht zusammen. Zu allem Überfluss bliesen die Italiener Frischluft in den Tunnel, um den Rauch zu vertreiben, und fachten das Feuer weiter an. Heute, ein Jahr nach der Katastrophe, ist der Mont Blanc-Tunnel für Unbefugte gesperrt. Die Betreiberfirma hüllt sich in Schweigen. Nicht einmal die Stadtverwaltung von Chamonix ist informiert. Nein, wir wissen absolut nicht, was im Tunnel passiert. Man sagt uns nichts, leider. Obwohl wir ständig nachhaken, kriegen wir nicht eine einzige Information. Das Sicherheitssystem des Tunnels war seit 1965 unverändert. Konzipiert für 300 Fahrzeuge täglich, rollten zuletzt 8000 durch den Engpass. Das Fatale, der Tunnel hatte kein ausreichendes Entrauchungssystem. Seit dem Desaster am Mont Blanc sind die Tunnelbauer alarmiert. Auch am Hamburger Elbtunnel wird erbittert gestritten, welche Notfalltechnik in die neue vierte Röhre eingebaut werden soll. Für ein neues Abluftkonzept macht sich die Firma ROM aus Hamburg stark. Das Prinzip ihrer Entrauchungsanlage ist einfach. Das System macht sich ein Naturgesetz zu eigen. Da Rauch nach oben steigt, wird er in einen gesonderten Abluftschacht über der Fahrbahn geleitet. Im Modell zeigt sich, der Qualm am Brandherd verteilt sich nicht mehr in der ganzen Tunnelröhre, sondern fängt sich über einer Zwischendecke und damit außerhalb des eigentlichen Fahrschachts. Mit einem solchen System sorgen Sie eben dafür, dass Sie den Brandrauch direkt am Entstehungsort erfassen, und dann ist davon auszugehen, dass solche Katastrophen zumindest in dem Ausmaß verhindert werden können. Wie effektiv die Technik ist, zeigt sich, wenn die Rauchabfuhr unterbrochen wird. Dann breitet sich der Qualm rasend schnell in der Tunnelröhre aus.
Wird das System wieder eingeschaltet, zieht sich der Rauch aus der Fahrröhre zurück und wird über Abluftöffnungen in den Entlüftungsschacht gesaugt. Ein System, das Unglück am Mont Blanc sicher entschärft hätte. Seit der Tunnel gesperrt ist und die LKW nicht mehr durch den Ort rollen, ist es ruhig geworden in Chamonix. Doch vergessen haben die Menschen das Inferno nicht. 69 Stunden lang qualmte es aus der Röhre im Berg. Wenn die Tragödie um 9 Uhr morgens oder nachmittags gegen 16 Uhr passiert wäre, hätten Busse, Hunderte von Autos und LKW im Tunnel festgesteckt. Mein Gott, es hätte eine noch viel schlimmere Katastrophe geben können. Wie sicher die Passage durch den Mont Blanc künftig sein wird, kann auch Jean-Marc Bonino nicht genau sagen. Der Stadtplaner von Chamonix kann nur hoffen. Zumindest ziehen die Feuerwehren ihre Schlüsse aus dem Inferno. Beim nächsten Mal wollen sie Hand in Hand arbeiten. Ausbildung und Ausrüstung sollen den extremen Bedingungen eines Tunnelbrandes angepasst werden. Denn was nützen Feuerwehren, die nicht an den Brandherd herankommen? Rückkehr zum Ort des Traumas. Jean-Luc Duchatelet ist zum ersten Mal nach dem Unglück wieder am Mont-Blanc-Tunnel. Auch ein Jahr nach dem Inferno ist er in psychologischer Behandlung. 15 Tage nach dem Unglück steckte ich zum zweiten Mal in einem Tunnel fest, in einem Tunnel bei Lyon. Es gab einen Unfall mitten im Tunnel und die schrecklichen Bilder von damals schossen mir wieder durch den Kopf. Ich glaube an das Schicksal. Es hat es damals gut mit mir gemeint, aber wie schrecklich für die anderen. Morgen geht es wieder nach Italien. Wieder durch den Bauch der Berge. Der Lockruf der Berge. Tagtäglich zieht er Millionen in seinen Bann und manchmal auch ins Verderben. Nichts ist so unberechenbar wie das Wetter in den Alpen. Nicht nur unerfahrene Flachland-Tiroler, auch professionelle Bergler werden immer wieder Opfer von folgenschweren Wetterstürzen. Deshalb muss die Alpenvorhersage präziser werden. Aber wie? Forscher rücken jetzt mit Laserscannern, Satelliten und Aufklärungsballons an, um in einer einzigartigen Studie endgültig zu klären, warum es zum Beispiel in Niederaudorf regnet, während es in Oberaudorf schneit. Bilderbuchwetter in den Alpen. Ein atemberaubendes Panorama und ein Mekka für Wintersportler. Eigentlich hatte der Wetterdienst für dieses Wochenende dichten Hochnebel gemeldet, stattdessen strahlender Sonnenschein. Diese Skifahrer freut's. Der Vorhersage trauen sie nicht. Sie haben ihr eigenes System. Wir haben ein Dachfenster im Schlafzimmer, genau unter unserem Bett. Und da ist eben so, wir stellen den Wecker, gucken aus dem Fenster und entweder das passt, es scheint die Sonne oder der Wecker wird wieder ausgemacht und wir schlafen weiter. Das ist natürlich ein außergewöhnlicher Arbeitsweg zu der exponierten Dienststelle. Ab und zu gemütlich wie heute, ab und zu recht ungemütlich wie letzte Woche. Bei starkem Nordwestwind, da ist ganz schön geschwankt. Manfred.
übliche Erscheinungen, wenn zum Beispiel der Wind über 200 km/h bläst, wenn der Turm richtig zum Wackeln kommt oder bei starken Gewittern, wenn wir mitten in der Gewitterwolke stecken und praktisch jeder Blitz ein Treffer ist, da werden auch wir noch beeindruckt. Beeindruckend vor allem die rasanten Wetterwechsel. Im Zeitraffer übernehmen die Wolken das Kommando am Himmel, schieben sich vor die Sonne. Eisiger Wind zieht auf. Christen nimmt davon sofort Notiz, gibt stündlich Meldung an die Wetterdienstzentrale in Offenbach. Trotz Beobachtung und akribischer Erfassung bleibt das Alpenwetter unberechenbar. Ein Mysterium, das Forscher nun endlich enträtseln wollen, mit einem gewaltigen Alpenexperiment. MAP, Mesoscale Alpine Program, Gebirgsvermessung mit Forschungsjets. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bestücken Wissenschaftler das Flugzeug mit millionenteuren Instrumenten und sensiblen Fühlern. Das Ziel, ein verlässliches Wetternetz aufbauen, um Vorhersagen für einzelne Alpentäler detailliert treffen zu können. Dafür startete die Falcon des DLR dutzende Male in die Alpen, zu spektakulären Flügen hinein in unerforschte Wetterphänomene. In 12 Kilometern Höhe schickt der Forschungsjet aus einem Rumpffenster Laserblitze senkrecht ins Gebirge. Diese werden reflektiert von für Augen und Satelliten unsichtbaren Wassermolekülen. Dieser geheimnisvolle Dunst ist es, der für die schlagartigen Wetterumschwünge sorgt. Im Laserlabor des DLR werden die reflektierten Strahlen umgewandelt in ein computergesteuertes Modell zur Wettersimulation. So dass die bayerischen Atmosphärenphysiker bald wissen werden, wann und wo diese meteorologischen Fallen lauern. Nicht nur in den Alpen, sondern weltweit. Die Alpen stellen für den gesamten Globus eine Art Modellgebirge dar. Sie haben die Größe, die groß genug ist, um die wichtigen Phänomene, die man aus der Gebirgsmeteorologie kennt, alle anregen zu können. Lawinen, Schneestürme, sintflutartige Niederschläge. Die Forscher haben über 2 Monate hinweg sämtliche Wetterlagen interpretieren können. Arbeiten nun an einem Frühwarnsystem. Vermeiden wird man das Wetter nicht können. Man kann es nur, man kann sich darauf einstellen. Und Information dient dazu, die Bevölkerung auch auf extreme Ereignisse, wie sagen wir mal eine Überflutung in einem Alpental, durch entsprechende Warnungen vorzubereiten. Und damit kann man auch Leben retten. Ein schwieriges Unterfangen. Von Tal zu Tal schwanken Temperaturen und Niederschlag extrem. Satellit und Radar kommen da noch nicht mit. Erst recht, wenn das Wetter die Technik austrickst. Da gab es hier an den Spiegeln, an den Richtfunkspiegeln, sehr starken Reifansatz. Die haben dann unheimlich an Gewicht zugenommen. Die Spiegel haben sich leicht nach unten geneigt durch das Gewicht. Und dadurch ist der Richtfunkstrahl eben nicht da angekommen, wo er ankommen soll. Und bei uns sind sämtliche Telefone, Faxgeräte, alle Datenleitungen ausgefallen. Mit der Natur. Wenn man hier oben am Schneeschaufeln ist, bei 120 km/h Nordwestwind und Schneetreiben, da hat man wirklich zu kämpfen. Und wenn man sich hier für den Dienstposten entschieden hat, dann weiß man das, was auf einen zukommt und macht es auch Spaß. Und Spaß soll in Zukunft auch der Wetterbericht machen, zumindest den Wintersportlern. Sonst wird die Fahrt ins Blaue schnell zum Reinfall. Vermeiden wird man das Wetter nicht können, wurde gerade gesagt. Vielleicht ja doch. Wie Forscher und vor allem das Militär in Zukunft die Witterung steuern wollen, dazu gleich mehr. Macht über das Wetter. Mehr als nur Utopie. Erste Experimente laufen. Bringt ein Durchbruch eher Unheil als Segen? Und? Für Biber ist es eng geworden in Deutschland. Nur an wenigen Orten haben sie überlebt. Nun verlassen sie ihre Reservate. Jetzt in Planetopia.
Ahnung, ob Algen an der Börse abgehen. In meiner Generation sind hippe Klamotten gefragt. Wir surfen durchs Internet und werden Unternehmer. Ich sehe alle Menschen mit Handys rumlaufen. Da wird das Geld gemacht. Wer läuft denn schon mit Algen durch die Gegend? Young Generation, der Artikfonds mit den Erfolgsmarken von heute. Großarmes Superdiesel von Aral. Viel wichtiger als man denkt. Aral. Alles super. Jetzt in TV-Movie, das Hollywood-Special mit 22 Kino-Hits. Gewinnen Sie Karten für Ihren Wunschfilm. TV-Movie, jetzt überall neu. Wir stellen unseren Jack Daniels Tennessee Whiskey immer noch genauso her, wie es Mr. Jack im Jahre 1866 getan hat. Schon nach dem ersten Schluck werden Sie verstehen, warum das auch immer so sein wird. Jack Daniels Tennessee Whiskey. Na, mein Lieber, wolltest du mir nicht irgendetwas sagen? Eigentlich nicht. Nein? Sicher nicht? Ich warte. Bei Citroën gibt's jetzt den Citroën Xara und Xantia Melesin mit Klimaanlage und bis zu 4000 Mark Preisvorteil. Da wäre gerade noch mal Glück gehabt. Bild dir deine Meinung. Das einzig Wahre. Die Herrschaften sind bei denen. Macht nicht. Darf ich Ihnen beim Sparen helfen? Das können wir. Besser als Sie. 19 Pfennig pro Kilowattstunde, 19 Mark Grundpreis pro Monat, ein Jahr Vertragslaufzeit. Das gibt's nicht. Doch. Der Strom ist gelb. Yellow Strom 0800 19 3 mal die 0 19. Der Sat1 Surf-Tipp. Die sündigste Meile im Netz. Hier kannst du chatten, spielen und interaktiv sein. Trau dich auf die rote Meile. Gewinne heiße Preise beim Strip der Woche. Auf der roten Meile. Nur unter Sat1.de. Montag in Sat1. Er war der Architekt deutschen Größenwahns, Albert Speer. Er plante Germania. Bisher unveröffentlichtes privates Material in der Spiegel-TV-Reportage. Und danach 24 Stunden. Wichtig ist, was hinten dabei rauskommt. Auch wenn es nur Müll ist. Ein Knochenjob für die Helden des Abfalls. Die Spiegel-TV-Reportage und 24 Stunden. In Sat1. Sintfluten in Mosambik, Hurricanes in der Karibik. Das Wetter spielt verrückt und wir sind machtlos. Doch genau das soll sich bald ändern. Weltweit laufen Experimente, um unser Wetter zu manipulieren. Durch Radiowellen von der Erde, aber auch durch gebündelte Strahlung aus dem All. Kritiker fürchten dabei nicht nur eine gezielte Schädigung unserer Atmosphäre, sie warnen auch vor einem militärischen Missbrauch der künstlichen Wetterfront. Der Tornado als meteorologische Waffe. Planetopia über die mysteriösen Regenmacher von morgen. In den riesigen Wäldern Alaskas betreibt das US-Militär ein geheimnisumwittertes Forschungszentrum. Die Ionosphäre, eine Atmosphärenschicht in 100 Kilometer Höhe, wird mit Radiowellen aufgeheizt. Um kaum ein anderes Projekt ranken sich mehr Spekulationen als um HAARP.
Besonders hartnäckig hält sich das Gerücht, der mysteriöse Antennenwald diene den Amerikanern zur Manipulation des Wetters. Offiziell wird dies bestritten. Die Vermutung ist jedoch keineswegs abwegig. Die US-Marine nutzt die Ionosphäre schon jetzt als riesige Antenne, um mithilfe der Harpwellen feindliche Unterseeboote im Wasser zu orten, was mit herkömmlichem Radar nicht funktioniert. Ben Eastland hat sich den Ionosphärenerhitzer HAARP 1987 ausgedacht. Das HAARP-Patent läuft auf seinen Namen. Er kennt die Einsatzmöglichkeiten der Anlage ganz genau. HAARP ist ein riesiger Antennenwald und so groß, dass man nicht einmal mehr bewegliche Plattformen braucht, um irgendeinen Punkt in der Ionosphäre anzupeilen. Mit HAARP kann man gewaltige Energiemengen bis zu 3 Millionen Watt erzeugen. Ziel dieser Energiemengen ist das elektrisch leitfähige Plasma in der Ionosphäre, das unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung entstanden ist. Die Polarlichter sind sichtbare Folge dieses gigantischen Stromkreises, der über der Arktis hängt. Dieser sogenannte Elektrojet erzeugt Stromstärken von bis zu 1 Million Ampere. So viel Energie wird frei, wenn 100 Blitze gleichzeitig über den Himmel zucken. Und genau hier könnte die Wettermanipulation ansetzen. Eines von HAARPs momentanen Zielen ist es, diesen Elektrojet zu verändern. Es gibt Hinweise darauf, dass so eine Manipulation eine Veränderung von Windsystemen in großer Höhe nach sich ziehen könnte. HAARP ist also durchaus in der Lage, kleinere Wettermanipulationen durchzuführen. Auch die Europäer erforschen den Elektrojet und die Ionosphäre. Dazu benutzen sie eine HAARP-ähnliche Anlage, die im nördlichen Norwegen steht und IceCat heißt. Auch wenn die Forschung erst am Anfang steht, Wetteränderungen durch den Menschen hält man hier für fraglich. Das ist also gegenwärtig ein wichtiges Untersuchungsthema, ob es Wechselwirkungen zwischen der Ionosphäre und den unteren Luftschichten gibt. Wenn, sind die sehr, sehr schwach und man merkt sie als sehr langfristig, also im Bereich der Klimaänderung oder sowas, auf keinen Fall kurzfristig. Die IceCat-Forschungen dienen rein wissenschaftlichen Zwecken. Doch Professor Schegel kennt das ausgeprägte Interesse der Militärs an der Ionosphärenforschung. Wir haben mit amerikanischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet, haben ihnen die Möglichkeit geboten, mit uns zusammen Experimente zu machen. Was wir allerdings nicht erlaubt haben, wir hatten auch Anfragen vom Militär, vom amerikanischen Militär, die wollten die Anlage für militärische Zwecke nutzen. Und da haben wir grundsätzlich Nein gesagt. Als Reaktion darauf bauten die Amerikaner HAARP. Eastland hat inzwischen seine Mitarbeit daran eingestellt. Sein neuestes Projekt? Die Bekämpfung von Wirbelstürmen mit Mikrowellen. Dabei denkt Eastland vor allem an die verheerenden Tornados, die mit schrecklicher Regelmäßigkeit die USA heimsuchen und in jedem Jahr Hunderte von Menschen das Leben kosten. Die wirtschaftlichen Schäden gehen in die Milliarden. Eastland möchte solche Wirbelstürme bereits im Moment ihrer Entstehung vernichten. Dazu braucht man ein weltraumgestütztes Satellitenabwehrsystem. Das Prinzip klingt einfach. Ein Wirbelsturm entsteht, indem heiße Luft aufsteigt und gleichzeitig kalte, regenreiche Luft nach unten absinkt. Diese beiden Luftströmungen verschrauben sich und beginnen umeinander zu rotieren. Mein Satellit ist nun so konstruiert, dass er genau diesen Moment erkennt, kurz bevor die Rotation beginnt, und seine Mikrowellenstrahlung direkt in diese kalte Luftströmung hineinbeamt. Diese wird dadurch stark aufgeheizt und verschwindet. Damit kommt es auch nicht zur Rotation. Der Tornado entsteht erst gar nicht. Genau so soll es funktionieren. Auch Hurricanes könnte man mit diesen Satelliten erfolgreich bekämpfen. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass man die Wirbelstürme komplett auflösen kann. Denkbar ist es aber, ihre fatalen Auswirkungen zumindest regional abzumildern. Unwetterbekämpfung aus dem All scheint dringlicher denn je. Der WWF rechnet damit, dass sich in den nächsten Jahren Stürme und Unwetter durch den Treibhauseffekt häufen. Und auch Ben Eastland sieht Handlungsbedarf.
Die globale Erwärmung geht weiter und beschert uns immer schlimmeres Wetter. Da viele Menschen in gefährdeten Gebieten leben, genügt es nicht nur, die Abgasemissionen zu senken. Man muss direkt etwas gegen schwere Stürme tun. Die Basistechnik dazu gibt es bereits. Das Radar des TRMM-Satelliten spürt die Wirbelsturmregionen auf, die man mit Mikrowellen bombardieren muss. Könnten die Satelliten die notwendige Energie zum Einstrahlen aufbringen, hätte man eine perfekte Wetterwaffe, die allerdings auch zur Erzeugung von Wirbelstürmen missbraucht werden kann. Wie man militärische Nutzung verhindern soll? Glauben Sie mir, das Militär kann all das schon jetzt selbst bauen. Und die werden damit ganz bestimmt keinen Tornado stoppen wollen. Ich denke, wenn mein Satellit gebaut wird, dann muss die verantwortliche Crew international sein, damit wir absolut sicher sein können, dass es keinen Missbrauch gibt. Wettermanipulation ist möglich und sie wird kommen. Mit weitreichenden Konsequenzen, die heute noch niemand wirklich absehen kann. Die Volkskrankheit, die niemand wahrhaben will, sie heißt Schlaganfall. Und gerade diese Verdrängung macht sie so gefährlich. Tatsache ist, alle 3 Minuten erleidet in Deutschland ein Mensch einen Schlaganfall. Es kann also jeden treffen. Mittlerweile auch immer mehr Kinder. Aber gerade bei jungen Patienten wird diese Diagnose oft nicht gleichgestellt. Die lebenswichtige Behandlung wird so unnötig verschleppt, obwohl es erfolgreiche Therapien für den schwierigen Schritt danach gibt. Simon Schöner, 12. Vor 4 Jahren hatte er einen Schlaganfall. Aus heiterem Himmel, beim Wochenendausflug auf den Spielplatz. Ich habe ganzer Kopf weh gehabt und dann bin ich umgeflogen. Und da hat die Patentante dann gefragt, ob ich noch laufen kann. Dann habe ich es probiert, aber ich habe es nicht können. Und dann war ich bewusstlos. Und dann habe ich bloß beim Arzt habe ich dann nur noch was Orangenes gesehen, mehr nichts mehr. Und dann halt war ich dann halt beim Krankenhaus. Der Schlaganfall hat das Leben von Simon und seiner Familie vollkommen umgekrempelt. Nach Krankenhaus und 6 Monaten Rehabilitation musste er seine alte Schule verlassen, seinen Lieblingssport, Fußball, aufgeben. Gut 100.000 Mark haben die Schöners mittlerweile in die Behandlung ihres Sohnes investiert. Dass es Simon heute wieder so gut geht, liegt jedoch weniger an ärztlicher Kunst als vielmehr an seinem Alter. Ein Erwachsener hätte bei einem ähnlich schweren Schlaganfall kaum eine Chance gehabt. Seine rechte Hirnhälfte ist also so ziemlich ganz zerstört. Und das muss alles in die andere Hirnhälfte ja mit übernehmen. Und für das hat er sich ja Dinge schon mal ganz gut entwickelt. Trotzdem sind Schäden geblieben. Direkt nach dem Hirnschlag war Simons gesamte linke Körperhälfte gelähmt. Bis heute hat er Probleme beim Öffnen der linken Hand und beim Laufen verkrampft sich ab und an sein Fuß. 4-mal wöchentlich muss er deswegen zur Krankengymnastik. Keine berauschenden Aussichten für einen aufgeweckten 12-Jährigen wie ihn. Doch Simon hat sich damit abgefunden. Er weiß, die Dinge hätten auch sehr viel schlimmer ausgehen können. Ich habe schon Glück gehabt, weil eigentlich hätte ich auch sterben können von dem. Aber ich habe schon Glück gehabt. Auch Jörg Piecher hat Glück gehabt. Im Mai letzten Jahres traf den 44-Jährigen ohne jede Vorwarnung ein Schlaganfall. Mit massiven Schäden in der rechten Hirnhälfte stand sein Leben auf Messers Schneide. Um es zu retten, griffen die Ärzte an der Uniklinik Jena zu einer neuen Methode, zum Kälteschlaf, im Fachjargon Hypothermie genannt. Also ich nehme Schlaganfall, ohne die Kälteschlaftherapie hätte ich nicht überlebt. Beim Kälteschlaf wird die Körpertemperatur eines Patienten rapide gesenkt, während er im künstlichen Koma liegt. Kühldecken und Eisbeutel drücken die Körpertemperatur auf 32 Grad Celsius. Etwa 11 Tage bleibt ein Patient in diesem Zustand. Die massive Unterkühlung ist hochriskant. Infektionen drohen, die Belastung für den Körper ist extrem. Deswegen kann die Hypothermie nur bei jüngeren Patienten eingesetzt werden und auch bei ihnen nur, wenn alle anderen Alternativen versagen. Wir erhoffen uns dabei, dass durch die Hypothermie, durch die Kälte, es zu einer Reduktion, zu einer Erniedrigung des Stoffwechsels kommt, des Gehirns. Und durch diese Reduktion des Stoffwechsels hoffen wir, dass dadurch Zellen, die an der kritischen Grenze des Überlebens stehen, noch überleben können
und nachher auch ihre volle Funktion wieder erhalten können. Doch selbst wenn die Nervenzellen überleben und funktionstüchtig bleiben, werden sie häufig nicht wieder genutzt. Genau hier setzt das taubsche Training an. Gezielte Übungen sollen die behinderte Körperhälfte wieder fit machen. Der Erfolg der Therapie ist erstaunlich. Selbst Jahre nach dem Hirninfarkt können Schlaganfallpatienten noch lernen, ihren Arm wieder zu bewegen und zu benutzen. Wir gehen davon aus, dass das Ausmaß von Behinderung nach einem Schlaganfall nicht eindeutig und alleine durch das Ausmaß des neurologischen Schadens festgelegt wird, sondern dazu noch Lernen kommt. Und was man einmal gelernt hat, kann man umlernen oder verlernen oder man kann es zumindest versuchen zu beeinflussen, und darauf fußt unser Therapieprogramm. Am Anfang des Trainings steht Zwang, sprich eine Schiene für den gesunden Arm. Damit wird der Arm stillgelegt und der Patient muss den Behinderten benutzen, egal was passiert. In 10 Tagen Intensivtherapie beginnt das Gehirn sich neu zu organisieren. Untersuchungen vor und nach dem Training zeigen, dass sich die Steuerungszonen im Gehirn massiv vergrößern. Und zwar bei allen Patienten, unabhängig von Alter und Ausmaß der neurologischen Schäden. Diese Muster bestanden darin, dass das erregbare Areal des gelähmten Muskels vor Beginn der Behandlung auf ungefähr die Hälfte bis 2/3 der Größe der gesunden Gegenseite geschrumpft war und dass es nach der Therapie zu einer echten Umkehr dieses Größenverhältnisses kam. Das heißt, jetzt das Areal fast 1,5-fach so groß war wie das der gesunden Gegenseite. Noch radikalere Veränderungen im Gehirn wollen Ärzte an der University of Pittsburgh erzielen. Nicht durch Training, sondern durch einen operativen Eingriff. An der 62-jährigen Alma Cerasini erprobten sie eine Methode, die, wenn sie erfolgreich ist, Schlaganfallpatienten auf der ganzen Welt Mut machen wird. Ihr Vorhaben? Eine Implantation neuer Nervenzellen, die das abgestorbene Gewebe im Gehirn ersetzen soll. Es handelt sich hier um eine Kultur menschlicher Nervenzellen. Das heißt, sie können immer wieder gezüchtet werden, so viele man benötigt. Und dann können sie in ein Krankenhaus gebracht, vorbereitet und im Operationsraum injiziert werden. Die Zelltransplantation ins Gehirn ist der erste Versuch, den Schaden nach einem Schlaganfall wirklich rückgängig zu machen. Ob dieses Vorhaben wirklich klappt, ist noch offen. Denn aus Sicherheitsgründen ist die Zahl der injizierten Zellen bei den Versuchspersonen sehr gering. Vorausgegangene Tierversuche allerdings machen Mut. Es gab einige Hinweise auf Verbesserungen, sowohl bei der Bewegungskontrolle als auch bei der Wahrnehmung bei den Versuchstieren. Also bei den Tieren, denen nach einem künstlich herbeigeführten Schlaganfall Nervenzellen injiziert wurden. Auch bei Alma Cerasini und 10 weiteren Testpersonen scheint es Verbesserungen zu geben. Sicher ist, dass die injizierten Zellen sich tatsächlich in ihrem Gehirn angesiedelt haben und aktiv sind. Ein erster Schritt. Weitere werden folgen. Sie fällen Bäume, bauen Dämme, stauen Bäche. Biber. Die scheuen Landschaftspfleger sind rar im Westen. Nun sollen Ossi-Biber Wessis werden. Jetzt in Planetopia. Es gibt einen einfacheren Weg, Ihre Telefonrechnung niedrig zu halten. Mit Tele 2 bezahlen Sie nie mehr als 10 Pfennig und abends sogar noch weniger. Jetzt anmelden. 0800 24 010 13. Tele 2. Einfach billig telefonieren. Trockene Haut bildet nicht genügend eigene Lipide. Mit Nutrilogie, neu von Vichy, lernt trockene Haut wieder ihre eigenen Lipide zu produzieren. Keine Spannungsgefühle und Wohlbefinden 24 Stunden lang. Nutrilogie, die Innovation von Vichy für trockene Haut. Vichy, weil Gesundheit auch Hautsache ist. Die ersten HP-Taschenrechner bei Phobis. Die ersten Commodore C64 bei Phobis. Die ersten Highscreen-PCs mit Intel Pentium-Prozessor bei Phobis. Jetzt präsentiert Phobis das 25-Punkte-Programm inklusive Handys, ISDN, Internet.
Internet und Notebooks mit Intel Pentium 3 Prozessor. Das 25-Punkte-Programm. Jetzt bei Phobis. Fokus Titel, Jugend 2000. So sind die jungen Deutschen. Das ist eine ganz profunde, verblüffende Studie über die jungen Leute. Es ist aufregend, wie sich das einfach verändert hat. Diese Generation hat ihre Werte gefunden. Jugend 2000, da werden sich viele Eltern wundern, wenn sie das lesen. Das ist auch spannend. 100 Städte im Internet-Test. Montag ist Fokustag. Magi Nudelspaß. Magi Nudelspaß. Ganz viel Nudelspaß. Für ganz wenig Geld. Und so einfach geht's. Nudelnest ins Wasser, Würzmischung dazu, in 4 Minuten fertig. Mmh. Maggi-Nudelspaß. Maggi-Nudelspaß. Mmh, einfach riesig. Jetzt auch mit Tomatensauce, Champignonsauce oder Käsesauce. Ja, grüß Gott. Guten Tag. Herr Beckenbauer? Ja, ist ja heute schon Weihnachten. Ja gut, nein, mein Handy klingelt nicht mehr. Es ruft keiner mehr an. Tja, haben Sie wohl das falsche Netz. Schauen wir mal. Ja, mei, ist doch kein Wunder, dass Sie keiner anruft. Was? Vom Festnetz zu TD1 würden Sie nur 48 Pfennig pro angefangene Minute zahlen. Aha. Und mit Aktiv Plus sogar nur 39 Pfennig. Bei Ihrem Netz zahlen Sie bis zu dreimal so viel. Was? Dreimal so viel? Das ist ja dreimal so viel. Ja. Und Sie müssten eigentlich wissen, warum das so teuer ist. Ja, gut. Weiß nicht. Die Grundgebühr ist auch schon drin, gell? Vom Festnetz zu TD1 für nur 48 Pfennig pro Minute telefonieren. Naja, Gott vergelt's. Maggi-Nudelspaß auch in Soße? Tomatensauce, Champignonsauce, Käsesauce. Einfach riesig. Tomaten, Champignon, Käse. Ich will die Scheidung. Auch wenn du tief fällst. Jan ist tödlich verunglückt. Und es schmerzt. Wie verrückt. Steh auf und kämpfe. Man hat immer die Chance, sein Leben zu ändern. Der große Sat.1-Film. Ich hätte gerne einen Mann. An der nächsten Ecke. Darf ich mich vorstellen? Maurice. Kann dein Glück warten. Das ist besser als ein heilsames Gespräch und eine gute Rückenmassage. Und jetzt fängt ein neues Leben an. Du bist die Frau geworden, die du bist, Helen. Marile Milovic. Ich kaufe mir einen Mann. Dienstag, 7:45 in Sat.1. Die Suche nach qualifizierten Gastarbeitern, sie wird immer drängender. Nach den Indern bieten nun auch die Biber der westlichen Welt ihr Know-how an, denn sie sind Weltmeister im Dammbau. Weil es in ihrem Heimatbiotop Sachsen-Anhalt nicht mehr genug Bäume gibt, müssen die cleveren Nager jetzt in anderen Lebensräumen angesiedelt werden. In Dänemark, in England und sogar im strukturschwachen Saarland. Planetopia war bei einem solchen Umzug dabei. Jagdszenen aus Sachsen-Anhalt. Die Jäger, Volkmar Zeisler und Peter Ibe. Ihre Beute werden Biber sein. Stundenlang streifen die Männer umher, pirschen sich an wie die Indianer. Denn Biber sind schlau. Haben sie die Jäger einmal entdeckt, meiden sie das Gebiet weiträumig. Endlich, ein Tier geht ins Netz. Es muss weg hier, denn die Biber können großen Schaden anrichten. Wenn sie zum Beispiel sich in Hochwasserdeichen ansiedeln oder an Eisenbahngeländer oder wenn sie einen Landwirt doch so unter Druck setzen, indem sie also die gesamte Wiese überfluten, dann greifen wir ein. 43.000 Hektar unberührte Wildnis. Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe bei Dessau. Hier hat eine kleine Gruppe von rund 100 Bibern die weltweite Ausrottung zu Beginn des 20. Jahrhunderts überlebt und sich stark vermehrt. Jede Biberfamilie braucht extrem viel Platz. Mindestens 3 Flusskilometer liegen zwischen den Revieren. In friedlicher Eintracht leben die Generationen miteinander.
Doch wenn die Jungen mit 3 Jahren geschlechtsreif werden, vertreiben die Eltern sie aus Bau und Revier. Dann wandern die Jungbiber bis zu 100 Kilometer weit, auf der Suche nach einer neuen Bleibe. So ist den 500 Elbebibern ihr Reservat inzwischen zu klein geworden. Deshalb werden sie jetzt umgesiedelt, zum Beispiel ins Saarland. Es hat einen zweiten Hintergrund, dass wir versucht haben, im Laufe der Jahre Tiere in Landstriche zu bringen, wo sie vorher nicht waren, um isolierte Populationen zu haben. Falls hier mal eine Krankheit oder dergleichen auftritt, hat man immer noch mal einen Rückgriff. Weil man darf nicht vergessen, diese 4.300 Elbebiber, die es gibt, das sind die einzigsten auf der Welt. Zwischenstation Steckby. Kleine Pause auf der Reise in eine neue Heimat. Das Gefängnis am Fluss mit Komfort. Mehrmals am Tag gibt es Futter. Frisch geschnittene Weiden. Ein erwachsener 30-Kilo-Biber verdrückt locker 1 Kilo Pflanzennahrung am Tag. Neben einer kleinen Wasserpfütze zum Füße vertreten, lockt das wohlig warme Holzhaus zum Nickerchen. Mit seinen scharfen Schneidezähnen nagt der Biber in wenigen Minuten einen dicken Ast durch. Vornehmlich nachts wird er aktiv. Morgens finden die Biologen deutliche Spuren einer durchnagten Nacht. Rinde, Blätter und Holz sind den Bibern Nahrung und Baustoff zugleich. Gibt es Probleme, den Unterwassereingang zu ihrem Bau zu erreichen, stauen die Biber kurzerhand den ganzen Fluss. Ihre Dämme können bis zu 700 Meter lang sein und sind so massiv gebaut, dass sie locker einen Menschen tragen. Abfahrt. In Transportkisten verladen gehen 6 Elbebiber auf Reise. Eine Familie mit 2 Kindern und ein junges Paar. Nur ganze Familienverbände werden umgesiedelt, damit die Eingewöhnung in die neue Heimat leichter fällt. Auf der 9-stündigen Fahrt legt der Bibertransporter immer wieder eine Pause ein. Lebensnotwendig für die Nager in ihren Holzverschlägen. Ich kühle den Biber ein wenig ab, da die Gefahr besteht, dass er durch Überhitzung einen Kollaps bekommt. Er kann nicht schwitzen, er weiß nicht wohin mit der Wärme und da machen wir kaltes Wasser auf den Schwanz. Mit dem Jeep geht es weiter. Langsam bricht die Dunkelheit herein. Und endlich sind die Biber am Ziel. Das ist ihre neue Adresse im Saarland. Hier werden sie bereits erwartet. Alle Biber haben die Strapazen der Reise gut überstanden und nehmen zögerlich ersten Kontakt mit den neuen Nachbarn auf. Rückzug bei der stürmischen Begrüßung. Die meisten der Zuschauer haben bisher noch keinen lebenden Biber gesehen. Seit 200 Jahren sind die Tiere im Saarland ausgestorben. Kaum haben sie den eigens für sie errichteten Bau betreten, werden sie auch schon eingemauert. Eine wichtige Maßnahme, damit sich die Tiere geschützt vor neugierigen Blicken erholen und eingewöhnen können. Außerdem bleiben sie so für die Wissenschaftler immer in greifbarer Nähe. Wir werden natürlich jetzt die nächsten Tage von der anderen Uferseite, die sich hier also offen präsentiert und sehr günstig ist, mit dem Fernglas hier diese Gegend beobachten und versuchen natürlich festzustellen, sind die Biber in 2 Tagen noch da, in einer Woche noch da. Wir wollen ja wissen, bleiben sie in diesem Bau über Winter oder hat es ihnen nicht gefallen und sie wandern ab. Schon 110 Biber wurden hierhin umgesiedelt. Auch die Neuankömmlinge scheinen schnell heimisch. Einer hat sich jedenfalls schon mal freigenagt und erkundet den örtlichen Pool. So much has changed since we were last in London, Marjorie. And some things never change. Just like after 8. After 8, die feine englische Art.
Vorhin noch Sodbrennen gehabt und jetzt? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock. Zantig 75 bringt den Säurehaushalt im Magen ins Gleichgewicht. Bis zu 12 Stunden. Zantig 75. Von Sodbrennen keine Spur, fast rund um die Uhr. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich finde Sat.1 super. Ehrlich, ich liebe Sat.1. Deshalb habe ich denen auch versprochen, niemals sage ich in irgendeiner Werbesendung ein gutes Wort über einen anderen Sender. Kein Wort. Jetzt im Fachhandel. Premiere World, your personal TV. Kennst du ein vernünftiges Abführmittel? Dulcolax? Ist das vernünftig? Es aktiviert die natürliche Bewegung des Darms. So geht die Verstopfung, ohne den Darm zu beeinträchtigen. Wieso? Dulcolax wirkt doch nur im Dickdarm. Magen, Leber, Herz und Kreislauf werden praktisch nicht belastet. Dulcolax. Zuverlässig in Wirkung und Verträglichkeit. Nicht umsonst das meistverkaufte Abführmittel Deutschlands. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Timing. Ich denke ständig ans Gewinn. Angst? Nein. Dazu ist gar keine Zeit. Hi, Joe. Hi, Robert. Wenn ich im Auto sitze, denke ich ans nächste Rennen. Ich stelle es mir vor. Hallo, Axel. Hallo, Robert. Die Konzentration, die Power. Die letzten 100 Meter, da hole ich alles aus mir raus. Bravo, Robert. Hurra. Ich habe zu viel Sydney im Kopf. Manchmal. Das Sat.1-Album des Monats. The Course mit Unplugged. Natürlich mit den Hits Radio und At Your Side. The Course und Unplugged. Pop in absoluter Perfektion. Er ist stark. Er ist cool. Er ist sexy. Heavyweight Champion of the World! Live in Sat.1, die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Titelverteidiger Vitali Klitschko gegen Donovan Razor Ruddock. Samstag, 1. April, 22.20 Uhr. Live ran. Sat.1 Boxen. Er heißt zwar Idiotentest, doch er ist wahrlich nichts für Blödmänner. Idiotisch ist höchstens der Name. Und deshalb will der TÜV jetzt den rufschädigenden Ausdruck für die hochseriöse medizinisch-psychologische Untersuchung von Auto- oder anderen Kraftfahrern, so heißt das offiziell, endgültig aus unserem Sprachgebrauch verbannen. Nur, wie soll der Idiotentest dann heißen? Vielleicht Straßenverkehrsordnungszusatzkontrolluntersuchung, kurz STVKOZKBU. Vorschläge für einen neuen Namen können jedenfalls noch bis zum 15. Mai bei allen TÜV-Instituten eingereicht werden. Denken Sie mal drüber nach, vielleicht morgen früh im Stau. Eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag. Hunde wittern, ob es zum ungeliebten Tierarzt geht oder das verreiste Herrchen heimkehrt. Intuition bei Tieren? Ein englischer Forscher sagt ja, Tiere haben telepathische Fähigkeiten. Spektakuläre Versuche sollen letzte Zweifler überzeugen. Nächste Woche in Planetopia.